In unserer Vorlesungsreihe zur Kinematik und Dynamik möchte ich Ihnen heute den Impulserhaltungssatz herleiten. Es geht also im Wesentlichen darum, jetzt dazu nicht Aufgaben oder Beispiele zu rechnen, sondern einmal auf die Herleitung des Impulserhaltungssatzes zu schauen. Denn, und das ist das Wichtige, der Impulserhaltungssatz ist nicht etwa ein Axiom oder ein Theorem, was man nicht beweisen kann, was also irgendwie so geschaffen wurde, was man nur beobachten kann, sondern der Impulserhaltungssatz stammt von etwas anderem ab. Und das ist das Trägheitsgesetz oder beziehungsweise das Trägheitsgesetz, will ich nicht sagen, das Kraftgesetz. Aber dazu eins nach dem anderen. Zunächst erst einmal möchte ich einen wichtigen Begriff einführen, und das ist das sogenannte abgeschlossene System. Erste Einführung in Systemtheorie. Ein System, ja, ist irgendetwas, wird durch irgendetwas definiert, indem ich beispielsweise sage, das, was ich hier vor mir habe, mein Laptop ist ein System, ich bin ein System, die Erde ist ein System. System ist also ein sehr allgemeiner Begriff. Ich möchte einfach nur etwas aus meiner Realität herausschneiden, dessen Dynamik ich dann genau analysiere. Das heißt, es gibt immer zwei Dinge. Zum einen mein System und der Rest der Welt, das ist die Umwelt. Das ist in der Systemtheorie, ist der Begriff der Umwelt sehr genau definiert. Das hat jetzt also nichts mit Grün oder Öko zu tun, sondern Umwelt ist immer das, was außerhalb des Systems ist. System und Umwelt zusammen ist dann die gesamte Welt. Also und für System und Umwelt gibt es dann entsprechende Erhaltungssätze. Was bleibt denn insgesamt erhalten? Ja, das erstmal zum System. Und der erste Begriff oder ein erstes System, was wir definieren können, ist das sogenannte abgeschlossene System. Und das abgeschlossene System, wie der Name schon sagt, hat quasi keinerlei Verbindung zur Umwelt. Das heißt, es findet in einem abgeschlossenen System kein Massenaustausch. Es findet nicht etwa mit der Umwelt statt, aber auch kein Austausch von Energie, in Form von Strahlung oder in Form von Gravitation oder was auch immer Sie hier haben wollen. Das einzige System, was vielleicht wirklich abgeschlossen ist, ist der Kosmos als Ganzes. Aber wir können an vielen Stellen die Modellvorstellung des abgeschlossenen Systems anwenden, wenn wir entsprechende kurze Zeiten schauen. Also, wenn wir beispielsweise unsere Erde als Ganzes betrachten, dann findet da natürlich ein Massenaustausch mit dem, was hier so an Meteoriten und sonstiger interstellarer Materie im Weltall herumschwirrt. Die nehmen wir auf, wir geben auch gewisse Materie ab. Also selbst unsere Erde ist nur näherungsweise ein abgeschlossenes System. Unsere Erde bekommt Energie von außen durch die Sonne. Aber wir könnten zum Beispiel versuchen, die Erde als abgeschlossenes System zu betrachten. Das ist mit Sicherheit nicht ganz richtig, weil die Sonneneinstrahlung spielt da eine wesentliche Rolle. Wir können aber auch versuchen, ein technisches System, also irgendein Gefäß oder ein Röhrensystem, wo kein Wasser ein- und austritt, als abgeschlossenes System zu betrachten. In der Wirklichkeit gibt es keine abgeschlossenen Systeme, außer der Kosmos als Ganzes. Aber es ist eine Modellvorstellung, mit der wir einfacher rechnen können. Ja, das zum abgeschlossenen System. Und in einem abgeschlossenen System kann ich beweisen, dass der Impuls erhalten bleibt. Ja, und dazu betrachte ich mal ein solches abgeschlossenes System. Das ist mein abgeschlossenes System und ich gehe wieder auf unseren Teilchenbegriff zurück. In unserem abgeschlossenen System haben wir so und so viel Teilchen. Ich habe hier Wassermoleküle gemalt. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teilchen haben wir in unserem abgeschlossenen System. Das können aber auch viel mehr sein. Und ich will Ihnen jetzt beweisen, dass in diesem abgeschlossenen System der Impuls konstant ist. Der Impuls konstant ist. Wenn ich das beweisen kann oder wenn man das beweisen kann, dann bedeutet das, dass im Weltall insgesamt, im Kosmos, weil das ist ein abgeschlossenes System, nie mehr oder weniger Impuls vorhanden war. Es war von Anfang an so und so viel Bewegungsmenge in unserem Kosmos und das wird sich nie ändern. Es wird allerhöchstens ausgetauscht. Wenn ich mich bewege, gibt mir jemand anders die Bewegung, die Erde, oder ich nehme der Erde Bewegung. Insgesamt ändert sich aber die Bewegungsmenge im Kosmos nicht. Ja. Zunächst erstmal der Impuls dieses Systems. Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und ich addiere einfach über den Impuls aller Teilchen. Und was ich jetzt zeigen muss, ist Folgendes. Die zeitliche Änderung des Impuls, was hier steht, die zeitliche Änderung des Impuls ist null. Zeitlich ändert er sich nie. Das heißt nicht, der Impuls ist null, sondern die zeitliche Änderung des Impulses ist null. Ja,
Da steht dann hier, die I nach dt soll insgesamt 0 sein. Das ist die Summe aller Einzelimpulse, wenn Sie hier das sehen. Die Summe aller Einzelimpulse. Und jeder Einzelimpuls ist die Summe aller Kräfte. Das heißt, dI nach dt oder dI1 nach dt ist die Summe aller Kräfte, die auf das Teilchen 1 wirken. Impulsänderung ist immer Kraft. Impulsänderung ist immer Kraft. Ich kann das jetzt also rein formal hier schreiben. Das ist die Summe aller Kräfte auf die einzelnen Teilchen. Und jetzt kommt eine wichtige Annahme, nämlich die Annahme, dass alle Kräfte, wir schauen uns das mal für I gleich 1 an, alle Kräfte, die auf Partikel 1 wirken, kommen von anderen Partikeln. Die kommen ja nicht irgendwo her. Die schafft nicht der liebe Gott von außen oder sonst was, sondern die kommen von irgendeinem Partikel, in dem beispielsweise Partikel 1, Partikel 2 anzieht, in dem es zusammenstößt oder was auch immer. Aber alle Kräfte, die hier irgendwo wirken, kommen von anderen Partikeln. Wenn ich ein abgeschlossenes System habe, bedeutet das also, nur die Teilnehmer in diesem System wirken auf die anderen Teilnehmer. Die Kraft auf Teilchen 1 hier ist dann also irgendetwas, was aus einer Wechselwirkung zwischen 1 und 2 entsteht, zwischen 1 und 3, 1 und 4, 1 und 5. Ja, da müssen wir unsere Summe für I gleich 2 für alle Teilchen dieser Welt machen. Hier kommt 2 dann rein, das ist Kraft zwischen 2 und 1. 2, 2 fällt weg, 2, 3, 2, 4, 2, 5 etc. Und dann geht es mit 3, 1, 3, 2, 3, 4 weiter. Das ist also die Annahme, Kräfte zwischen allen Dingen, die es hier gibt, kommen von anderen Dingen, von anderen Teilnehmern dieses Weltgeschehens. Ja, das habe ich hier nochmal aufgeschrieben und das Wichtige ist, und jetzt kommt eine wichtige Annahme, die Annahme ist aber für alle Kräfte, die wir kennen, richtig. Nämlich, das ist folgende Annahme, dass die Kraft des Teilchen 1 auf das Teilchen 2 die gleiche Kraft ist, wie die Kraft auf das Teilchen 2 auf das Teilchen 1 ausübt. Das ist bei der Gravitationskraft beispielsweise der Fall. Da wissen Sie, da steht M1 mal M2. Das heißt, F12 ist M1 mal M2 geteilt durch Abstand zum Quadrat. Und umgekehrt ist es, F12 wäre das umgekehrt M2 mal M1 geteilt durch Abstand zum Quadrat beispielsweise. Also das heißt, diese Annahme ist für alle die Kräfte, die wir kennen, richtig. Das wäre ja sonst auch komisch, wenn der eine Kraft auf das andere aufübt, die so und so groß ist und die andere umgekehrt etwas ganz anderes verspürt. Also die Kräfte von Teilchen 1 auf Teilchen 2 sind das gleiche wie von Teilchen 2 auf Teilchen 1, bloß mit negativen Vorzeichen. In die genau entgegengesetzte Richtung. Das heißt allgemein, Fij ist gleich minus Fji. Ja, und wenn wir uns das hier mal anschauen, und deswegen habe ich das so genau aufgeschrieben, dann werden Sie sehen, wenn Sie das für alle Teilchen dieser Welt ausschreiben würden, dass hier F12 auftaucht und hier taucht irgendwo F21 auf. Selbst wenn hier F117 auftaucht, steht hier irgendwo in der 17. Teilchen F171. Und das bedeutet, und da sehen Sie, also sie tauchen jeweils paarweise auf, weil die Kraft, die das eine Teilchen auf das andere ausübt, wirkt auch das andere. Sie tauchen jeweils paarweise auf. Das bedeutet, die gesamte Summe hier hinten hebt sich auf. Alles hebt sich auf und insgesamt haben wir dann stehen, die I nach dt, wie ich das bewiesen habe, ist 0. Ja, damit habe ich den Impulserhaltungssatz für ein abgeschlossenes System bewiesen und der besagt dann, in einem abgeschlossenen System bleibt die Summe aller Impulse konstant. Die Summe aller Impulse konstant. Es gibt also nie mehr Bewegung oder weniger Bewegung im Kosmos. Die Bewegungsmenge war immer schon da seit dem Urknall und wird sich nie verändern. Wenn ich mich bewege, wenn Sie sich bewegen, bewegt sich die Erde genau andersrum. Das heißt, die Summe der Bewegung ist null. Das ist der Impulserhaltungssatz.